Ja. Also es wirkt so ein bisschen wie bei Mad Max. Ja? Ich fühle mich so ein bisschen wie, na wie hieß er denn nochmal? Richard Gere? Tom Cruise? Du weißt, wen ich meine. Mann, Braveheart. Ich glaube, es war Tom Cruise. Es war nicht Tom Cruise. Okay. Nein, Mann, ey, Science, Braveheart. Wer hat Braveheart gemacht? Willst du mich verarschen? Einer der besten Schauspieler Hollywoods. Mel Gibson? Mel Gibson! Ja. Bam! Ich fühle mich wie Mel Gibson. Du bist jetzt hier mal schön Mikrofon. Filmst du schon? Nee, okay, na dann los. Ja, Freunde, herzlich willkommen hier bei Second Ride. Vielleicht kennt ihr Second Ride schon. Wir durften nämlich hier schon diese wunderschöne Simson fahren. Das Video blende ich euch sehr gerne nochmal ein. Und ja, der Sirupionier hat mich eigentlich angesteckt, wollte in diesem Jahr schon nach München fahren, wollte sich da die Wildfire angucken, hat dann nicht geklappt. Dann sagte er, die sind hier. Und ich habe gesagt, alles klar, komm, ich gehe hin und guck's mir an. Philipp wartet schon auf mich. Moin. Moin, hi. Philipp. Grüß dich. Sag mal, ihr habt die Wildfire am Start. Euer neuestes Modell. Willst du mir mal ganz kurz ein bisschen was dazu erzählen? Die ist jetzt aktuell am Start, man kann die bestellen. Genau. Und wie sieht es da mit der Lieferzeit erstmal aus? Aktuell liegen wir so bei 5 Monaten. 5 Monaten. Genau. Und wo geht's da los und wo endet der Spaß? Genau, also wir fangen an bei knapp 8.000 Euro. Da hast du einen Akku inklusive und hast dann ca. 100 Kilometer Reichweite, je nach Fahrweise, und kannst halt einen zweiten Akku dazu integrieren. Wenn du den zweiten Akku direkt bei Konfiguration des Fahrzeuges mit dazu bestellst, sparst dir 1.000 Euro und bezahlst nur 2.000 Euro für den Zweitakku und liegst dann bei 10.000 Euro. Der Akku oder die Akkus sind dann austauschbar? Also sprich, kann man die rausnehmen und könnte die jetzt zu Hause laden? Oder? Genau, und das macht halt das Fahrzeug zu einer eierlegenden Wollmilchsau, wenn man so will. Und das zeigt auch, was wir eigentlich alles integriert haben. Wir haben einmal den Typ 2 Ladestecker, also die Option schnell zu laden mit 3,3 kW oder mit 6,6. Und trotzdem kannst du aber sagen, nee, ich muss den Akku rausnehmen, weil ich wohne im 4. Stock. Oder bei der Überwinterung möchte ich den Akku reinstellen. Dann bestellst du bei uns einfach eine Türe mit dazu. Dann kommen da Scharniere dran und du kannst die Akkus rausziehen. Hier bei der Variante ist jetzt keine Türe verbaut. Genau, aber kannst du dir einfach im Shop dazu konfigurieren. Was haben wir für eine Akkukapazität, wenn wir jetzt über einen Akku sprechen? 6 Kilowattstunden brutto und 5,5 Kilowattstunden netto pro Akku. Okay, Schnellladefunktion ist optional. Das heißt, wenn ich mir den jetzt voll ausstatte mit Schnellladefunktion, ABS gibt es auch, habe ich gehört. Korrekt. Und 2 Akkus, auch so, dass ich den Akku dann rausnehmen kann. Was kostet die Maschine dann in der Spitze? 13.000 Euro netto. 13.000, das ist aber schon eine Hausnummer, ne? Klar, uns war es aber wichtig, dass wir einen Einstiegspreis haben, der immer noch unter 10.000 Euro ist. Und da sind wir mit 8.000 Euro weit davon entfernt. Und trotz mit wenn du 2 Akkus integriert hast, dass du trotzdem eine Reichweite hast von 200 Kilometern bei nur 10.000 Euro. Und das ist ja eigentlich der USP des Fahrzeuges, dass du für 10.000 Euro eine Menge Leistung bekommst. Ja. Mit 34 kW Motorleistung und halt mit 12 Kilowattstunden. Akkukapazität. Also 11 kW Nennleistung, 34 kW in der Spitze, Höchstgeschwindigkeit 130. Korrekt, ja. Haut hin, ja. Das heißt, den können wir mit einem B196 fahren. Also wer schon 5 Jahre einen Pkw-Führerschein hat, der kann den B196 als Erweiterung machen und kann dann quasi dieses vollwertige Motorrad, kann man ja schon dazu sagen, am Ende fahren. Was haben wir denn für eine Spannungsleistung? Sind die Akkus parallel in Reihe geschaltet? Wie funktioniert denn das? Was hast du da? Genau, also wir haben hier Lithium-Ionen-Akkus. Die sind parallel geschaltet. Pro Pack hast du 28 Zellen. Wir kommen dann in Summe auf, ich glaube, 104 Volt pro 104 Akku. Volt. Genau. Und das macht sie dann halt, sag ich mal, wenn du einen zweiten Akku hinzufügst, so performant, weil dann kannst du halt auch die 34 kW abrufen. Aber dann brauchst du schon eine Werkstatt mit einer Hochvoltschulung. Ganz wichtig, ne? Weil das ist jetzt schon wieder Hochvolt. Ja, das Schöne ist bei unserem Fahrzeug, die Akkus sind super leicht zu entnehmen. Das heißt, wenn sie natürlich fest verbaut werden, wäre das ein großes Problem. Ja. So kannst du einfach den Stecker abmachen, Akku rausnehmen und dann hast du auch keine Spannungsgefahr mehr. Also bestellt die Tür mit. Ganz wichtig, damit ihr die Akkus rausnehmen könnt. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Was ist der Vorteil von einem Radnabmotor? Warum habt ihr euch nicht für einen Mittelmotor entschieden? Geräuschkulisse. Wir finden es einfach super angenehm, dass du keine Riemen oder keine Kette hast. Wartungsarm, musst halt nichts dran machen, der ist bürstenlos. Das heißt, du fährst den einfach bis zum bitteren Ende des Motorradlebens. Das ist der Vorteil natürlich und ein Kostenpunkt. Auch ganz klar. Also jedes Getriebe in der Regel mit Riemen oder Kette ist teurer und macht das Motorrad teurer. Und das ist ja unsere Grundphilosophie. Keep it simple und bitte nicht so teuer. Und energieeffizient ist es ja auch, muss man ja auch dazu sagen. Also Radnabmotoren sind ja in der Regel nochmal energieeffizienter wie klassische Mittelmotoren, die es ja normalerweise dann auch. Ihr müsst euch ja vergleichen jetzt mit einer Zero unter anderem. Wo geht's da los bei einer Zero? Zero Pionier, du kennst dich aus. 15.000? 15, 16. Ja, oder sind wir mit 13 ja schon, kratzen wir ja schon fast an der Zero. Aber der Unterschied ist der, die Zero kommt aus Amerika. Die wird jetzt hier in Deutschland gefertigt, sprich unten in München handgefertigt. Genau. Also Manufakturcharakter. Exakt. Also wir haben ein Produktionsvolumen von
bis maximal 500 Stück, was wir im Jahr bauen können. Das ist aber viel. Perspektivenfrage. Also ich weiß ja, also wie viele Leute seid ihr? Ja, eine Handvoll. Ja, das meine ich. 500 Stück bei einer Handvoll Leute ist eigentlich schon eine ganze Menge. Ja, definitiv. Also anders gesagt, wir müssen pro Tag 2 Fahrzeuge bauen. Okay. Ne? Aber genau, also da sind wir aktuell nicht aufgrund des Modellwechsels, aber ich denke mal nächstes Jahr ist das Volumen, was wir zumindest im Ziel haben. Ja. Okay, also ABS, CBS habe ich jetzt schon gesehen in dem Fall, auch eine vernünftige Stoßdämpferanlage. Die Schwinge finde ich ganz interessant, das ist Edelstahl, ne? Genau, ja. Edelstahl gefaltet und dann nochmal geschraubt, genietet, was habt ihr da gemacht? Genietet. Das finde ich ja auch eine coole Idee. Also wirkt auf jeden Fall retro-schick. Das BTM steht jetzt aber nicht für Betäubungsmittel, sondern für Black Team Motorbikes. Man weiß es nicht. Aber es ist so ein bisschen ein Mad Max Design. Ne? Ja. Also es wirkt so ein bisschen wie bei Mad Max. Ja? Ich fühle mich so ein bisschen wie, na wie hieß er denn nochmal? Richard Gere? Tom Cruise? Du weißt, wen ich meine. Mann, Braveheart. Ich glaube, es war Tom Cruise. Es war nicht Tom Cruise. Okay. Nein, Mann, ey, Science, Braveheart. Wer hat Braveheart gemacht? Man, willst du mich verarschen? Einer der besten Schauspieler Hollywoods. Mel Gibson. Ja. Bam. Ich fühle mich wie Mel Gibson. Das ist jetzt noch eine Vorserie oder reden wir jetzt schon davon, dass das zu 98% schon das Fahrzeug ist, was nachher der Kunde ausgeliefert bekommt? Also wir sind eher bei den 98%. So, das ist jetzt, wir haben schon einige Prototypen aufgebaut, auch für Testfahrten. Jetzt sind wir schon, was die Grundform des Fahrzeugs betrifft, sind wir ziemlich am Ende. Es gibt jetzt noch so ein paar Feinheiten, die wir noch ändern. Also der Tank beispielsweise, der wird auch ein bisschen Spacke am Rahmen sitzen. Die Lenkkopflager, die passen noch nicht hundertprozentig, das wirst du beim Fahren merken. Das sind jetzt die kleinen Feinheiten und die Spaltmaße. Also, okay, ich hoffe, dass ich es nicht beim Fahren merke, sonst liege ich nämlich lang. Aber es gibt noch eine Besonderheit. Ihr habt ja hier ein Typ 2 Ladegerät eingebaut. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Kommt noch mal ganz kurz rum. Und ihr habt hier einen Überhang von gut 7 cm. Das heißt, da habt ihr einen Ausschnitt gemacht am Rahmen und wolltet auf der anderen Seite nicht ausschneiden, aus Stabilitätsgründen, und habt dann da quasi dieses Typ 2 Ladegerät integriert. Ist das ein bisschen hinderlich, weil ihr habt dadurch natürlich jetzt auch die Fußraste nach links ordentlich versetzt und man sitzt dann natürlich schon so ein bisschen, Leistenbruchmäßig da, oder? Erzähl mal. Oder ich weiß nicht, ob du es weißt, aber wir befragen ja schon unsere Kunden und wir hören auch auf die Stimmen, die wir da zurückbekommen. Ja. Und deswegen haben wir eine Roadshow ja auch hier ganzjährig gemacht. Wir waren noch nie so oft unterwegs wie dieses Jahr. Und 9 von 10 sagen, ich merke es nicht. Okay, cool. Ja. Das betrifft nicht jeden, aber das wäre für uns ein klares Feedback, dass wir gesagt haben, alles klar, ist möglich. Und vor allem für diejenigen, die ja schnell laden wollen. Das will ja gar nicht jeder. Ne? Also es gibt viele, die sagen, 3,3 kW reicht mir aus, dann habe ich es auch nicht. Wenn ich den normalen Lader nehme, hätte ich diesen Überhang nicht, weil hier das Schnellladegerät verbaut ist. Genau, ja. Das ist eine ganz wichtige Info. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also wer das nicht mag, der bleibt dann eben beim normalen Ladegerät und dann ist auch okay. Also sprich klassischer Typ 2 Anschluss. Und dann sind wir ja mit gut, wenn wir 2 Akkus nehmen, was sind wir dann? Bei 4 Stunden. 3, 6, 9, 12. Na wunderbar. Also wer das nicht mag, lässt es dann einfach weg. Traktionskontrolle oder sowas gibt es jetzt nicht? Nee. Ist auch nicht geplant, ne? Nee. Okay, und eine App-Anwendung? Wie sieht es da aus? Also wir bieten 2 Apps an. Das eine ist eine App, die per Bluetooth an den Akku geknüpft ist. Das heißt, du kannst den Akku auslesen, Ladezyklen, Temperatur, kannst jede einzelne Zelle dir anschauen. Und dann hast du die Möglichkeit, über einen Bluetooth-Dongle, den du bei uns im Shop bestellen kannst, dich quasi an den Motor und das Steuergerät anzubinden. Cool. Und dann kannst du sogar Parameter ändern, wie soll die Rekuperation sein beispielsweise, weil wir haben festgestellt, jeder mag es anders. Ja. Der eine sagt, ich will, dass ihr einfach auf der Maxleistung rekuperiert und der andere will einen Freilauf haben. Und dann haben wir gesagt, hey Leute, stellt es euch selber ein, kostet keine 100 Euro der Bluetooth-Dongle und dann kannst du es individuell anpassen. Also eine Rekuperation gibt es auch, von der Bremse runter. Motor bremst runter und Energie wird hier aktiv zurückgewonnen. Exakt. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch erstmal die wichtigsten Hardfacts. Ich fahre mal 5 Minuten um den Block, weil für einen richtigen Test reicht noch nicht. Ich weiß aber, dass ihr im nächsten Jahr dann so weit seid, dass wir auch mal eine richtige Tour damit machen können. Vielleicht kommen wir sogar mal bei euch vorbei. Siro, hast du schon was vor? Nächstes Jahr? Nächstes Jahr habe ich noch gar nichts vor. Das ist doch wunderbar. Dann gehen wir mit den Jungs und Mädels hier auf die Rennstrecke in München. Philipp, vielen Dank für die ganzen Infos. Viel Mega. Spaß. Ich wollte gerade fragen, hast du ein Keyless Go-System oder gibt es ein Zündschloss? Sehe ich hier nämlich nicht. Ach, das haben wir gar nicht erwähnt. Genau. Unten rechts drücken, dann geht's hier an. Ja. Und oben rechts machst du sie aus. Ah, cool. Das Display kenne ich sogar von der E-Rocket. Ich glaube, Zero hat das. Zero hat das, glaube ich, auch, ne? Und was wiegt die? 160 und ein paar. 160 mit 2 Akkus und was darf ich zuladen? Werden wir irgendwo bei 300 Kilo liegen. Okay. Gesamt. Und du bist jetzt bei 160. Mhm. Dann wären wir bei 140 Zuladung. Genau. Okay. Also ich wieg 100, meine Freundin 60. Einer von euch Beine abnehmen. Definitiv. Und ich weiß, wer. Eindeutig Tanja, oder?
wiege ja nur 75. Gesagt, vielleicht sind es auch 320, wenn wir ihn ziehen. Ach, alles gut. Ich mach sie an? Ja, mach sie mal bitte an. Drei Fahrstufen sehe ich ja hier. Motor Kill Switch habe ich auch schon gesehen. Hier gibt es noch einen On-Schalter. Wunderbar. Die ist jetzt schon soweit startklar. Denn Licht. Der Kill Switch ist deaktiviert. Ja, braucht auch keiner. Alles gut. So, Lenkauflager sind soweit eingestellt. Hupe funktioniert. Blinker ist nur optisch, nicht akustisch. Und ansonsten Gasregriff, Spiegel außen, Bremse ist gut zu erreichen. Oh, dann kannst du ja ganz kurz losgehen. Ich bin in 2 Minuten wieder da, Jungs. So, Freunde, Fahrstufe 1. Wir legen mal ganz kurz los. Also, jetzt bin ich ja mal gespannt. Ah, jetzt verstehe ich das mit dem Überhang hier. Das merkt man schon deutlich. Also im Endeffekt ist es so, wenn du das Schnellladegerät hast, hast du halt diesen Überhang von gut 7 cm wohl. Und ich merke jetzt gerade mit meiner Schuhgröße 47, vielleicht habe ich jetzt nicht das optimale Schuhwerk an, dass ich hier mit dem Haken schon so ein Stück weit anstoße. Und wenn ich die Beine so ein bisschen ranpresse, falls ich schneller fahren möchte. Oh, ja, die zieht schon gut, aber ich darf nicht zu schnell fahren. Sorry, Leute. Dann komme ich halt eben schon an diesen Überhang und das auch sehr kräftig. Also den Motor hörst du schon, wenn du Gas gibst. Ja, du hast schon so ein tieffrequentes Gräulen, was ich persönlich wieder gut finde. Es fühlt sich eher an, als hätte ich einen Mittelmotor mit Riemenantrieb, weil du hörst den Motor schon deutlich. So, und wenn du dann vom Gas gehst, dann springt die Reko an. Das heißt, jetzt wird aktiv rekuperiert und Energie zurückgewonnen. Aber Fahrstufe 1 ist hier schon sehr agil. Ich gehe mal direkt in Fahrstufe 2. Oh ja. Also die Sitzbank ist bequem, könnte fast noch ein Hauch weicher sein. Aber so diese Ergonomie, ich bin ganz ehrlich, ich würde sie mir wahrscheinlich ohne Schnellladegerät bestellen. So, ich fahre mal hier links, ja. Weil mich dieser Überhang hier auf der linken Seite schon am Haken und vor allem auch Ober-Unterschenkel etwas stört. Also die zieht schon schön durch. Die zieht schon schön durch. Aber Leute, ich bin hier in der Stadt, ich kann es hier nicht übertreiben, aber ich kann für euch natürlich mal Fahrstufe 3 auswählen und kann mal hier kurz die lange Gerade bis 50 beschleunigen, das ist kein Problem. Okay. Also 11 kW nennen, 34 in der Spitze, 160 Kilogramm Eigengewicht, aber die geht schon gut ab. Du merkst auch richtig, wie vorne die Upside-Down-Federgabe immer hoch und wieder runter, ja, so richtig einsackt, wenn du hier Feuer gibst. Die Sache hier mit der Verkleidung und den Kanten geht eigentlich. Ja, Display kann man ganz gut ablesen, ist aber auch dieses Standard-Display. Also normalerweise braucht man ja auch wesentlich länger, um ein komplett neues Modell auf den Markt zu bringen. Da sind die Jungs und Mädels von Black Tea ja relativ fix. Ich habe das Gefühl, hinten habe ich zu wenig Luft drauf. Ich finde trotzdem irgendwie, also das mit dem Display ist okay, ja, du kriegst die wichtigsten Informationen. Aber ich hätte mir da schon irgendwie ein bisschen was Moderneres gewünscht. Auch was jetzt hier so diese Armaturen betrifft, ja, hier dieser Schalter 1 bis 3, das kenne ich von diesen E-Scooter-Shoppern. Das catcht mich noch nicht so ganz, auch der Lenker wirkt hier doch recht filigran. Also rein von der Power her zieht die schon ordentlich durch, da kannst du schon nicht meckern. Wenn ich jetzt an so eine CPX Pro denke oder so, also die hörst du dann nicht, aber hier hörst du schon sehr deutlich. Ich versuche mal nochmal aus dem Stand Gas zu geben. Hörst du das? Ich weiß nicht warum, ich hätte mir bei 34 kW in der Spitze vielleicht doch noch ein bisschen mehr Druck gewünscht. Dieses Knarzen, was glaube ich aus dem Motorbereich, Motorachse kommt. Aber wir lassen das mal als Vorserie so stehen. Ich meine gut, 13.000 Euro in der Spitzenversion mit 12 Kilowattstunden und Schnelllader ist schon eine Hausnummer. Da muss ich die Black Tea natürlich auch vergleichen lassen. Oh, ich gebe mal noch mal ein bisschen Fahrwerk. Oh. Ja, die hat, glaube ich, auch nicht den optimalen Luftdruck, meiner Meinung nach. Und fahrwerkstechnisch kann man da, glaube ich, noch ein bisschen was machen. Ich stell mal ab. Ich stell mal ab. Ich stell mal ab. So. Oh ja, der Seitenständer, der ist ordentlich. Der muss auch ordentlich sein, weil die Maschine wiegt ja mit 160 Kilogramm jetzt nicht gerade wenig. Rein Punch Powerful ist das schon ganz cool. Ich muss allerdings sagen, qualitativ jetzt hier, was die Verarbeitungsqualität und auch die Spaltmasse betrifft, spricht mich persönlich jetzt noch nicht so an. Auch die Armaturen haben mir noch nicht so gefallen. Display ist jetzt auch so ein Thema für sich. Und dieses deutliche Knarzen aus dem Motorachsbereich, ja, als wenn da irgendwas mit der Abstimmung vielleicht Controller noch nicht hinhauen könnte. Ich weiß noch nicht so ganz. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, so diese 34 kW, die knallen ein bisschen stärker rein. Und ich muss sagen, aua, also ich merke es, Innenschenkel, Oberseite, dass dieser Überhang, den du hast, wenn du diesen Schnelllader hast, der würde jetzt bei einer großen Person irgendwann störend.
Also mich stört er gerade. Vielleicht habe ich jetzt besonders drauf geachtet, aber eigentlich habe ich auch nicht drauf geachtet. Aber als ich die Beine zusammengekniffen habe, weil ich keine lange Minne anhabe. Und was lachst du denn? Ist das so, ja? 8.000 bis 13.000 Euro, eine ganze Menge Holzes. Klar, handgefertigt, keine Frage. Aber da bin ich wirklich auf das Serienmodell gespannt, weil hier gibt es einfach noch Dinge, die mich aktuell stören würden. Deswegen warten wir mal auf 2025 Zero und dann fahren wir mal eine Runde mit der serienfertigen Wildfire. Weil auch zum Prototypen, der ja vor ein paar Monaten vorgestellt wurde, hat sich ja inzwischen auch wieder einiges verändert. Und das darf man nicht vergessen. Jo Leute, das war's. Wenn ihr jetzt Bock habt, noch mehr zu erfahren, geht doch mal auf die Webseite von Black Tea Motorbikes. Geht hier mal bei Second Ride rauf, da gibt es auch eine ganz tolle Webseite. Da könnt ihr euch hier die Simson-Schwalbe umbauen lassen. Oder geht einfach mal auf den Kanal von dem Zero-Pionier und abonniert gerne den Zero-Pionier. Ich weiß, dass er das hat. Ey, das ist total. Ich mach das nicht normal. Ich mach das voll gerne. Dann such dir einen anderen Kameramann. Ja, mal, ich bist ja auch kein Kameramann, du bist Influencer. Darf ich mal die Kamera halten? Du bist doch Influencer. Warum influenzt du denn nicht? Weil ich deine scheiß Kamera die ganze Zeit halten muss. Ach, ich bin schuld. Hier, nimm das Ding. Danke, Freunde, das war schön. Er war auch nur mal ein ganz kurzer Ausblick, weil hier gibt es immer nur eine Viertelstunde Zeit, um die Maschine mal Probe zu fahren. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht ihr nur noch eins, klickt ein Like, abonnieren, lasst gerne Kanalmitgliedschaft da. Würde ich mich freuen, denn nur so kann ich mich über Wasser halten. Oh. Nee, ist wirklich so. Die hat letztens überlegt. Da wollte sie mir ganz enge Höschen kaufen und hat gesagt, wenn du so weitermachst, schicke ich dich raus. Ja, und dann habe ich angefangen zu weinen und weißt du, was sie dann gemacht hat? Mimi. Mimi, 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 Mimi. Mimi. Genau, dann ging es wieder los. So, ich bin raus, das war's. Bis dann und tschüss.